Monsieur le Président, Sie müssen sich mit Recht Fragen stellen lassen angesichts der rebellischen Stimmung in Frankreich. Meinen Sie nicht, Sie sind dafür blind und dadurch ohnmächtig? Ich habe viele Fehler und man kann es immer besser machen. Aber ich glaube nicht, dass ich blind war. Das ist ein Drohnenangriff! Na los, weiter! Schieß mir ein paar Bilder. Gut so. Hast du mich drauf? Zivilisten, unschuldige Kinder, Frauen, Männer. Na, und? Super, sieh sie dir an. Es ist unglaublich, wie die Leute dich lieben. Du bist die größte Journalistin Frankreichs. France. Und wieso setzen sie sich immer derart in Szene? Kann der Typ da oben vielleicht aufstehen und seine Waffe schwenken? Action! Alice Lahak! Und cut! Ich hab das Gefühl, eine Mission zu haben. Genial. Sie hat ein großartiges Gespür. Ihr wart alle wunderbar. Wunderbar? War es auch wunderbar, nicht zu sterben? Mit euch Journalisten ist es immer dasselbe. Ihr rennt nur der Quote nach. Und weiter. Heben Sie sich das Moralgequatsche für sich und Ihre albernen Kollegen auf. Eine Süße. Wir fahren zu Dior und suchen Schmuck und Kleid aus. Ich ertrage den Blick der Leute nicht mehr. Die Menschen werden dich hassen und dann werden sie dich wieder lieben. Ich ertrage meinen Mann nicht mehr. Und das ist es eben nicht, es ist unser Geld! Ich verdiene 5-mal so viel wie du! Das ist eine Explosion. Verdammte Scheiße, du gehst mir auf den Geist! Das ist genial. Dieses unwürdige Theater. Das ist der Stoff, aus dem Ikonen gemacht sind. Sie sind aus Staub gemacht. Der Beruf hat mich fertig gemacht. Meint jetzt ganz Frankreich? Diese schwachsinnige Berühmtheit. So funktioniert Fernsehen. Glaub mir, so läuft das. Das Schlimmste ist das Beste.